Hallo allerseits. In diesem Video besprechen wir, worum es bei dem Thema Operationalisierung ankommt und das aus einer ganz, ganz praktischen Perspektive. Ihr habt sicherlich schon einige Aspekte im Rahmen des Studiums kennengelernt. Ihr werdet wahrscheinlich noch sehr viele andere Aspekte noch in weiteren Lehrveranstaltungen kennenlernen. Aber hier ist es mir ein Anliegen, dass wir dieses Thema aus einem ganz praktischen Aspekt, wie ihr das wirklich jetzt im Rahmen dieses Praktikums, aber auch dann später in euren Abschlussarbeiten machen könnt, besprechen. Bevor wir das Thema aus einer praktischen Perspektive angehen, möchte ich aber, dass wir auf einer gleichen theoretischen Basis aufbauen. Und hier ist das Wichtige, dass Psychologie eine empirische Wissenschaft ist. Eine derartige Wissenschaft behandelt viele unterschiedliche Phänomene, Prozesse, aber alle ihre Aussagen müssen direkt oder indirekt auf Beobachtungen, auf konkrete Erfahrungen zurückzuführen sein. Praktisch heißt es aber in der Psychologie, wo ja sehr, sehr viele Begriffe nicht direkt beobachtbar sind. Wir werden gleich Beispiel sozialen Status zum Beispiel haben, aber ihr könnt auch Gedächtnis oder bestimmte Einstellungen ja nicht direkt bei Menschen beobachten. Ihr könnt vielleicht deren Konsequenzen sehen, aber nicht die Einstellung selbst. Ihr könnt nicht wissen, was Menschen sich gerade denken. Trotzdem, wenn ihr darüber Aussagen treffen wollt und könnt, müssen eure Aussagen irgendwie auf Beobachtungen zurückzuführen sein. Das ist die Kernessenz von einer empirischen Wissenschaft. Wie funktioniert das jetzt praktisch? Ihr müsst alle Begriffe, alle Prozesse, alle Phänomene, die euch interessieren und alle Bausteine, die darin vorkommen, messbar machen. Das wird nicht in den meisten Fällen in der Psychologie direkt gehen. Wir würden zwar noch ein konkretes Beispiel, wo eine direkte Beobachtung von einem Begriff möglich ist, aber dann eben auch das Beispiel von sozialem Status, wo das eben nicht so leicht ist, haben. Hier ist der Begriff von Operationalisierung zentral. Bei dem geht es nämlich darum, eine konkrete Vorschrift anzugeben, wie ein bestimmter Begriff empirisch erfassbar gemacht werden kann. Und da gehören alle detaillierten Schritte dazu, angefangen von der Proband steht hier und macht das oder sitzt dort und schreibt jenes, bis hin zu, wie ihr die Daten am Ende zusammenfasst, sodass ihr sie für die Auswertung gebrauchen könnt. So viel zum der theoretischen Terminologie, die ich und quasi die theoretische Basis, die ich in diesem Video kurz ansprechen wollte. Jetzt folgen zwei Beispiele, an denen wir das mehr oder weniger direkt Beobachtbare ganz klar operationalisieren. Und als erstes Beispiel etwas relativ trivial potenziell erscheinendes, die Körpergröße. Ihr interessiert euch vielleicht, wie der Body Mass Index ein bestimmtes Verhalten beeinflusst, vielleicht irgendwas mit Diäten zu tun hat und ob die Leute Diäten durchhalten oder nicht. Aber vielleicht wollt ihr Body Mass Index auch nur als Kontrollvariable für irgendeine andere Untersuchung verwenden. Dafür müsst ihr als einen von den Bausteinen für den Body Mass Index eben die Körpergröße, Gewicht wäre das andere, die Körpergröße bestimmen. Das erscheint dir recht trivial, wir messen einfach, wie groß die Personen sind. Ja, aber so einfach ist das doch nicht. Wenn man es sich wirklich genau durchdenkt und eine konkrete Vorschrift angeben will, die dann auch vielleicht global, aber auch in der Zukunft, in 20, 30 Jahren noch immer reproduzierbar sein soll, dann müsst ihr wirklich präzise werden. Und ich habe hier mal auf die Folie aus einem Buch eine mögliche Operationalisierung für euch kopiert. Und hier wird angegeben, okay, wir stellen die Personen an eine Wand, die sind natürlich barfuß, weil die Schuhe ja die Größe verzerren würden, und mit Hilfe eines Stabes wird, so wie halt auch im Bild angezeigt, die Körpergröße bestimmt.
Dann wird noch dazu gesagt, ja, wir runden auf den nächsten Zentimeter herab und schreiben das dann auf einen Zettel neben den Namen oder das Probandenkürzel von diesen Probanden, damit wir quasi auch die Daten über viele Teilnehmer sammeln können. Das erscheint jetzt trivial wahrscheinlich den meisten von euch, aber dass das eben nur eine mögliche Operationalisierung ist, zeigt hoffentlich diese nächste Folie. Je nach Fragestellung könnte man potenziell auch Körpergröße komplett anders bestimmen. Wenn euer Ziel ist, ihr wollt die größten 5 Personen aus einer Gruppe herauspicken, dann würde es ja reichen, die der Reihe nach zu sortieren, nach der Körpergröße. Ihr müsst nicht wissen, wie groß die sind in Zentimetern und Millimetern, aber ihr könnt dann noch immer die größten 5 aus dieser Gruppe herauspicken. Wenn ihr nur 2 Personen habt, könnt ihr natürlich dasselbe mit Rücken an Rücken stellen. Ihr könntet aber auch einfach sagen, mich interessiert nicht genau die Zentimeteranzahl, ich würde gerne den zeitlichen Verlauf vom Wachstum von meinen Kindern sehen und wir machen jedes Jahr einfach zu deren Geburtstag eine Markierung an den Türrahmen. Man kann das natürlich noch mit dem Maßband nachmessen, wie groß das ist, aber theoretisch, wenn man das einfach nur so sehen will, wie stark entwickelt sich, muss man die ja auch nicht messen. Ihr könnt euch jetzt vorstellen, bei so etwas Einfachem wie Körpergröße könnte man ja immer argumentieren, ja, wir machen da die erste Operationalisierung und die wird immer die bessere sein. Aber auch da könnte sich die Frage stellen, naja, aber wieso sollten wir da jetzt auf den nächsten Zentimeter herunterrunden, wie das ja in dem Beispiel genannt war. Wir könnten auf einen halben Zentimeter, vielleicht auf den Millimeter, ja viel, viel genauer als Millimeter wahrscheinlich nicht, weil einmal steht man ein bisschen entspannter da, ist vielleicht ein bisschen kleiner, einmal streckt man sich ein bisschen mehr, vielleicht ist die Person etwas müder und die Körperspannung ist einfach ein bisschen weniger da, die Knie sind ein bisschen lockerer, von den Knien wurde zum Beispiel nichts erwähnt in der Operationalisierung. Da gibt es doch noch viel Spielraum, wie genau man das machen könnte. Und das bei so etwas recht einfachen und anscheinend direkt beobachtbaren wie Körpergröße. Im nächsten möchte ich euch das am Beispiel von sozialem Status, die Problematik noch ein bisschen erweitern. Ich habe mal jetzt diese Definition aus einem von den Büchern, die ich auf der letzten Folie euch zeigen werde, übernommen. Und dort wurde sozialer Status eben wie folgt definiert. Sozialer Status ist die Position einer Person in der gesellschaftlichen Hierarchie, die sich aus ihrem Bildung, ihrem Beruf und ihrem Einkommen ergibt. Wir könnten jetzt natürlich darüber diskutieren, ob das eine sinnvolle Definition ist, aber das wäre nicht das Thema für Operationalisierung, das wäre ein Thema für Theorienbildung davor eigentlich zu tun. Lasst uns mal darauf einigen, dass wir diesen Theorieaspekt überspringen und direkt zu dem Operationalisierungsaspekt gehen. Bei der Operationalisierung sehen wir jetzt, dass es da eigentlich so 3 Variablen gibt, die sozialen Status irgendwie zusammen definieren, nämlich die Bildung, Beruf und das Einkommen. Man kann sagen, dass diese Indikatoren, weil wir können diese 3 Dinge ja im gewissen Sinne direkter beobachten als den sozialen Status, dass diese intern korrelieren. Die Intuition ist, je höher das Einkommen, desto prestigeträchtiger ist wahrscheinlich der Beruf und auch die Bildung ist üblicherweise besser. Und das korreliert. Ist natürlich nicht 1:1, deswegen auch keine perfekte Identität, sondern eben nur eine Korrelation. Aber all diese 3 Begriffe sind Bausteine von der Definition. Damit sind sie interne Indikatoren von sozialem Status. Als Kontrastbeispiel für euch die Automarke. Ihr könnt euch vorstellen, ja, das korreliert auch in irgendeinem Sinne mit sozialem Status wahrscheinlich viel schwächer als so jetzt zum Beispiel das Einkommen per se. Es gibt ziemlich sicher viele reiche Leute, die ein großes Einkommen haben, die aber sich jetzt keine super teuren Automarken gönnen. Und wichtiger für unsere Diskussion, die Automarke ist nicht Teil der Definition.
obwohl es als Indikator mit dem Status wahrscheinlich korreliert zu einem gewissen Grade, ist es nicht Teil der Definition und damit ist es ein externer Indikator. Das ist schon mal der erste Unterschied, den man bei Indikatoren, also so beobachtbaren Variablen, die auf den nicht beobachtbaren Begriff Rückschlüsse zulassen, treffen kann. Ich möchte noch zwei weitere Aspekte hierzu besprechen. Das eine ist die Validität, und Validität allgemein sagt einfach nur, ein Indikator ist valide genau dann, wenn er das misst, was er messen soll. Okay, das klingt jetzt wieder mal trivial, aber wir können schon unterschiedliche Arten von Validitäten oder potenzielle Richtungen sozusagen, in welches dieses perfekte Match abweichen könnte. Ein Indikator könnte logisch invalide sein, wenn er nicht das alles abdeckt, was in dem Begriff eigentlich drinnen ist. Wenn da was konzeptuell fehlt, könnten wir sagen, das ist jetzt nicht logisch valide. Also würden wir jetzt sagen, wir messen nur das Einkommen und sagen, das ist jetzt unser Maß für sozialen Status, dann fehlen ja Beruf und Bildung und damit ist das eigentlich nicht logisch valide im Sinne von, dass nicht das ganze Spektrum von sozialen Status gemessen wird. Andererseits könnten wir uns auch fragen, okay, jetzt haben wir zwar alles thematisch abgedeckt, wir könnten jetzt sagen, die Automarke ist zum Beispiel ein Maß fürs Einkommen, weil das ja irgendwie miteinander korreliert. Die Frage ist, wie gut ist denn diese Äquivalenz? Wie gut ist denn diese Korrelation? Das ist jetzt wieder sehr abstrakt formuliert. Ich zeige es euch kurz am Beispiel vom Einkommen. Lasst uns mal sagen, wir wollen jetzt das Einkommen operationalisieren. Die erste Frage, die wir uns stellen müssen, was zählen wir denn eigentlich überhaupt alles als Einkommen? Wollen wir nur die Einkünfte aus der Arbeit nehmen? Aber was ist dann mit, wenn jemand, weiß nicht, von einem Großtante mal ein bisschen in ein Sparbuch was gekriegt hat und da Zinsen drauf anfallen? Wollen wir die auch noch mitzählen ins Einkommen? Wenn ja, ja, so Zinsen werden ja auch irgendwie versteuert und so, Kapitalertragssteuer gibt es ja. Ja, was ist dann mit dem kleinen Geschenk, den man von der Oma zum Geburtstag kriegt? Ist das jetzt Teil des Einkommens, ja oder nein? Das sind alles Überlegungen, die müssen wir uns in einem gewissen Sinne stellen. Beim Einkommen können wir einen kleinen Trick wählen und den habe ich euch hier auf die Folie geschrieben. Wir delegieren die Definition in einem gewissen Sinne, was Einkommen ist und was nicht ist, an den Gesetzgeber. Wir sagen, wir nehmen das zu versteuernde Jahreseinkommen. Damit, ob das Geschenk von der Oma zählt, ob die Zinsen von aus dem Sparbuch von der Großtante, das man mal geerbt hat, zählen oder nur das Einkommen aus der Arbeit zählen, muss jetzt der Gesetzgeber entscheiden. Wird jetzt nicht 100%ig immer gleich sein zwischen den meisten Ländern, aber so großteils ähnlich und auf jeden Fall nachvollziehbar auch in 100 Jahren, solange noch die Gesetze zur Verfügung stehen, zumindest in irgendwelchen Bibliotheken, in Archiven, falls sie sich bis dahin geändert haben. Gut, jetzt haben wir uns entschieden, was Einkommen ist. Jetzt müssen wir noch überlegen, okay, wie werden wir das erfassen? Die erste Intuition ist, gut, wir fragen mal einfach die Leute. Wie groß war denn ihr zu versteuerndes Jahreseinkommen letztes Jahr? Ihr könnt mal kurz in euch innegehen, überlegen, wie gut das funktionieren würde. Ich weiß, ich könnte die Frage so ad hoc nicht beantworten. Nicht, dass ich sie nicht beantworten wollen würde. Das kann noch dazu kommen und werden wir auch gleich besprechen. Aber ich weiß es einfach nicht. Das wäre an sich eine logisch valide Definition eines Indikators, zu fragen, wie viel haben Sie denn verdient, zu versteuern, das Jahreseinkommen gehabt, weil es deckt ja per Definition, weil wir gesagt haben, Einkommen ist jetzt unser zu versteuerndes Jahreseinkommen, per Definition ist das 1:1. Aber
empirisch ist es nicht 1:1, weil ich es eben nicht weiß. Damit wird, was auch immer ich sagen werde, wird eine Schätzung sein und wird nicht präzise sein. Und damit ist die empirische Validität nur so lala. Was noch dazu kommt, und das habe ich kurz eben angedeutet, ihr könnt euch sicher vorstellen, bestimmte Szenarien, bestimmten Kontext, wo ich vielleicht nicht ganz gewillt bin, euch die richtige Zahl zu geben. Vielleicht weiß ich sie, weil ich gerade erst meine Steuererklärung machen musste, ziemlich genau. Aber aus Reputationseffekten will ich das ein bisschen kleiner machen oder ein bisschen größer machen. Das berühmteste Beispiel von jemandem, der noch nie öffentlich zugegeben hat, wie viel Steuern er zahlen musste, ist Donald Trump in den letzten Jahren. Das heißt, ihr könnt euch jetzt überlegen, okay, da gibt es jetzt zwar eine logisch perfekt valide Möglichkeit, das zu operationalisieren, aber da werden wir wahrscheinlich empirisch gesehen nicht sehr gute Daten herausbekommen. Wie könnten wir wirklich, wirklich gute Daten bekommen? Naja, die einfachste Möglichkeit wäre, unter der Annahme, dass es keinen Betrug gab, keine Steuerhinterziehung gab, an die Steuerbehörde gehen. Die haben ja die Steuererklärungen bekommen und wenn es keine gab, die automatisch durch eure Arbeitgeber gemacht werden und Banken und so weiter gemacht werden in eurem Namen, die haben die Zahlen ja. Die wissen, wie viel offiziell euer zu versteuerndes Jahreseinkommen war. Aber ihr könnt es euch schon vorstellen, viele, viele Teilnehmer würden euch nicht die Erlaubnis geben, in ihrem Namen an die Steuerbehörde heranzutreten und ohne eine derartige Erlaubnis und vielleicht sogar mit so einer Erlaubnis würden die Steuerbehörden diese Zahlen an euch nicht herausrücken. Das heißt, hier hätten wir potenziell eine empirisch valide, per Definition ja, solange es keinen Steuerbetrug gab, perfekte empirisches Maß dafür. Aber ihr werdet da nicht herankommen. Und das stellt hoffentlich jetzt so an zwei Beispielen klar, dass diese Validitätsfrage und diese unterschiedlichen Aspekte von zumindest dieser logischen Validität, decke ich denn alles ab, was ich abdecken will? Oder habe ich da was systematisch herausgelassen? Und auch diese Frage von, jetzt habe ich zwar vielleicht nichts herausgelassen, aber passt das denn empirisch gesprochen? Die Zahlen, die ich da rausgabe, sind die denn wirklich sinnvoll oder sind die in irgendeiner Weise verfälscht? Und es muss ja nicht mal intentional sein, es kann einfach sein, dass ich sie nicht weiß, die Zahlen, die ihr von mir verlangt. Einen zweiten Aspekt, den ich zu dem Thema Operationalisierung und Indikatoren euch mitgeben will, ist das Thema von Skalentypen. Achtet mal darauf, wenn ihr Artikel lest, welche Arten von Variablen sind das denn eigentlich, die hier erhoben werden, vor allem als abhängige Variablen. Hier mal kurz aufgelistet 4 unterschiedliche Typen. Ihr werdet ziemlich sicher noch andere finden, aber ihr könnt zum Beispiel an Häufigkeiten denken. Wie oft sind denn bestimmte Ereignisse passiert? Das kann im Rahmen von kleinen Experimenten sein. Das kann aber auch sein, wie oft sind die Leute in einen karibischen Urlaub gefahren in den letzten 10 Jahren. Das kann Reaktionszeiten sein. Es können aber auch Reaktionsdauern sein, zum Beispiel wie lange fixiere ich bestimmte Punkte, wenn ich mir Dinge anschaue. Aber es können auch Entscheidungen sein, die ich treffe. Will ich Option A gegeben der Information, die ich habe, oder will ich Option B gegeben der Information, die ich habe? Achtet mal darauf, was es für Unterschiede denn gibt in den Sachen, die ihr jetzt bis jetzt gelesen habt, die in eurer Thematik, bei euren Fragestellungen schon so in der Literatur ein bisschen mitschwingen. Denn, und jetzt kommen wir zu dem abschließenden Punkt, okay, jetzt haben wir das jetzt an 2, 3 Beispielen besprochen, wir haben einige theoretische Sachen erwähnt, ein bisschen so, was gibt es denn für Unterschiede, was könnte man denn alles unterschiedlich machen und was ist das jetzt ganz praktisch für mich? Und hier leider die schlechte Nachricht an euch. Operationalisierung, gute Operationalisierung, ist wirklich schwer zu machen. Und so als Fußnote,
Auch Wissenschaftler sind sich nicht dessen einig, was eigentlich eine gute Operationalisierung immer konkret für ein bestimmtes Konstrukt heißt. Und ein Riesenteil von wissenschaftlicher Forschung und von vielen Publikationen ist eben auch, das wurde zwar immer schon so gemessen, aber wir schlagen jetzt diese neue Operationalisierung vor, weil wir glauben, dass bis jetzt systematisch dieser Aspekt außer Acht gelassen wurde oder dass empirische Validität nicht so gut war oder viele andere Gründe, weswegen die Operationalisierung vielleicht nicht so toll war. Teuer kann ein sehr einfaches Aspekt sein und wir machen es jetzt auf eine andere Art und Weise und schauen, was dabei rauskommt. Und egal, ob das jetzt konsistent oder inkonsistent ist, wir haben etwas gelernt. Für euch jetzt praktisch, gerade jetzt im Rahmen des Praktikums, habe ich aber eine sehr einfache Empfehlung. Versucht keine neue Operationalisierung von Grund auf zu entwickeln. Weil diese schwer sind zu machen und eigentlich eine eigene Vorstudie bräuchten, wo man die Validität, die Reliabilität etc. etabliert von diesen Operationalisierungen, macht das im Rahmen des Praktikums eher wenig Sinn. Stattdessen nehmt Operationalisierungen, die ihr in der Literatur findet. Abgesehen davon, dass ihr euch Zeit spart und Aufwand spart, habt ihr den Riesenvorteil, dass dann eure Ergebnisse mit den Vorstudien vergleichbar sind. Und das, diese Vergleichbarkeit ist ein Riesengewinn. Das Problem, und das solltet ihr euch dessen bewusst sein, und das habe ich ein bisschen schon angedeutet, ist, wenn alle genau die gleiche Operationalisierung immer nehmen, führt das zu potenziell denselben systematischen Fehlern, wenn es denn welche gibt. Und deswegen lohnt es sich dann im Rahmen von Forschungsarbeiten, aber das würde ich dann frühestens zu einer Masterarbeit, wenn überhaupt, wahrscheinlich eher für eine Doktorarbeit empfehlen, dass man sich da wirklich genau überlegt, da gibt es vielleicht einen systematischen blinden Fleck in der Art und Weise, wie dieses Phänomen beforscht wird und wir könnten das auf eine andere Art und Weise machen. Für euch aber versucht, Operationalisierungen so weit wie möglich, so weit sinnvoll für eure Fragestellungen zu übernehmen, weil es einfach einfacher ist für euch. Okay, dann habt ihr euch entschlossen, wir befolgen Peters Rat, wir übernehmen eine Operationalisierung, ihr werdet jetzt dann sehr schnell in ein zweites Problem laufen. Und das Problem ist ganz einfach, dass in den Methodenteilen von Artikeln, die ihr jetzt als Quelle nehmen wollt, das nie auf dem Detailgrad beschrieben ist, wie dieses barfuß stehend, an der Wand gelehnt, mit Stab an den Kopf senkrecht angelegt etc. wie bei der Körpergröße eingangs beschrieben. Was ihr üblicherweise finden würdet, ist mit einem Satz, der Body Mass Index von den Probanden wurde bestimmt. Punkt. Das heißt, ihr wisst eigentlich nicht, wie genau das jetzt praktisch durchgeführt würde. Meine Empfehlung jetzt als quasi der Prozess, den ihr hier konkret durchlaufen könnt, ist zuerst in den Anhang der Supplementary Materials von dem Artikel schauen. Steht da noch zusätzliche Informationen drinnen, die euch helfen würde, das genauer zu bestimmen, wie ihr das operationalisieren sollt? Sind die Instruktionen mit dabei? Ist gesagt, wie wenn das ein Fragebogen ist, von minus 4 bis plus 4 oder war das von minus 2 bis plus 2 oder wie waren da die Skalen genau orientiert? Was waren die Anker von diesen Skalen? Schaut euch an, was ist denn alles schon vorhanden in dem Anhang. Vielleicht ist es nicht in Anhang von diesem Artikel, aber von einem Vorläuferartikel. Also schaut in den Methodenteil von dem Artikel, wird da gesagt, wir bauen auf die Methode von XY, andere Publikation, dann müsst ihr in den Anhang von dieser Publikation schauen. Also ihr müsst euch ein bisschen so durchhandeln zu früheren Publikationen und vielleicht findet ihr entlang des Weges an einer Stelle oder über mehrere Stellen kombiniert genügend Information, dass ihr eine Intuition dafür bekommt, wie genau das zum Durchführen ist. Wenn das nicht reicht, wenn ihr das schon gemacht habt, ihr habt es euch durchgehandelt durch alle Referenzen, die im Methodenteil drinnen waren
und ihr wisst nicht weiter, dann nehmt euch am besten einer der neuesten Artikel und schreibt den Corresponding Author an. Wie genau habt ihr das gemacht? Der Corresponding Author hat genau dafür die Verantwortung übernommen, als Corresponding Author zu gelten, dass er oder sie solche Anfragen beantworten muss. Das Problem ist, bei Älteren ist, die sind vielleicht nicht mehr in der Wissenschaft tätig. Deswegen schaue ich üblicherweise ganz frische Artikel an. Abschließend ein Gedanke, der jetzt für das Praktikum nicht so relevant sein wird, aber dass ihr den im Kopf habt, wenn es denn für eure späteren Abschlussarbeiten geht. Was sich auch sehr lohnen kann, ist, dass ihr euch mit einer Forschungsgruppe in Kontakt setzt, die diese Methode schon verwendet. Und ihr fragt, kann ich mal bei euch vorbeikommen und mal schauen, wie ihr das macht. Je nach Komplexität der Methode kann das ein Tag sein, ein, zwei Stunden Besprechung mit jemandem, der euch mal im Labor herumführt und euch zeigt, ja, diesen Computer drücken, dann da einstellen und hier so drehen. Und dann läuft das schon, bis hin zu mehreren Monaten Aufenthalt in einem anderen Labor, in einer anderen Uni, wo ihr dann wirklich vor Ort diese Methodik lernt. Da sollt ihr noch dessen bewusst sein, dass das tatsächlich auch in der Forschung gemacht wird. Weiters gibt es natürlich die Möglichkeiten, auf Workshops zu gehen, auch wieder nicht so ganz relevant für das Praktikum jetzt, wahrscheinlich auch nicht für die Bachelorarbeiten, aber ab Master und auf jeden Fall dann bei Doktorarbeiten relevant, ihr geht zu Workshops. Abschließend möchte ich euch noch ein Beispiel zu einem modernen Ansatz bezüglich der Kommunikation von diesen Operationalisierungswissen und was man dabei genau alles beachten muss, nämlich das Journal Jove. Hier kurz eingeblendet, quasi was so beispielhaft alles da drinnen vorkommt. Die Idee in diesem Artikel ist, so wie ihr das wahrscheinlich schon beim Beispiel von der Körpergröße eingangs beobachtet hattet, dass während die Beschreibung und das, was ich euch gesagt habe, recht langwierig war, ihr eigentlich schon das Konzept verstanden hattet, sobald das Bild da war, worum es darauf ankommt. Es waren vielleicht noch nicht ganz alle Details da, aber dieses generelle Phänomen, dass manchmal eben, wie es so schön heißt, ein Bild mehr als 1000 Worte sagen kann, wird genau eben in diesem Zeitschrift aufgegriffen. Und die Idee ist, dass einerseits ein Text publiziert wird, in dem relativ detailliert die Sachen beschrieben werden, vor allem was so unterschiedliche Pros und Cons sind von unterschiedlichen Dingen, was schief gehen kann etc. Aber eben auch einmal visuell im Rahmen eines Videos, das von einer professionellen Crew aufgenommen wurde, gezeigt wird, wie genau funktioniert denn diese Methode. Das lohnt sich dann vor allem, wenn es um kompliziertere Laboraufgaben gibt. Ich habe euch hier mal beispielhaft so einen Artikel herausgesucht für Eye-Tracking im Rahmen von Sprachforschung. Es gibt auch für ganz klassisch, für Fragebögen auch Methodenpublikationen, wo genau solche Sachen und Testkonstruktionen und so weiter gezeigt wird. Für jetzt das Praktikum, wenn es um experimentelle Dinge geht, gibt es da so ein bisschen ein, das sind eben diese Dinge etwas komplizierter zum schriftlich zu kommunizieren. Daher eben solche Ansätze wie das mittels Videos sich anzuschauen. Generell noch zwei, drei Wörter zum Pre-Registered Report, den ihr jetzt noch schreiben sollt. Wir erwarten von euch jetzt nicht, dass ihr einen Detailgrad über die Operationalisierung von euren Variablen niederschreibt, wie ich sie eingangs an dem Beispiel von der Körpergröße gemacht habe. Ihr sollt den Pre-Registered Report so detailliert schreiben, wie es in einem normalen Artikel üblich wäre. Sprich, wenn ihr schon vorhandene Operationalisierung nehmt, referenziert die, welche anderen Artikel haben die verwendet. Es reicht ein, zwei Beispiele, auf die ihr euch quasi anlehnt. Aber ihr müsst in der Lage sein, wenn wir bei euch nachfragen, ja, und wie genau würdet ihr das jetzt messen, dann uns aber zumindest verbal zu sagen, auf dem Detailniveau, wie das Beispiel
von der Körpergröße, wie genau ihr das denn jetzt wirklich machen würdet. Wir werden dazu noch ein bisschen dieses zusätzliche Video aufnehmen, so quasi Behind the Scenes im Labor, so Dinge ansprechen werden wie Beleuchtung in den Räumen, wo ihr euch hinstellt etc. Solche Dinge, die in solchen Artikeln auch nicht wirklich bei diesen Jove-Artikeln, bei den Videos, die ja relativ kurz gehalten sind, vorkommen, die man sich aber sehr wohl schon vorher überlegen muss. Im Bericht müsst ihr aber ganz detailliert argumentieren, wieso ihr von einer standardmäßigen Operationalisierung abweicht, wenn ihr denn von einer vorhandenen standardmäßigen Operationalisierung abweicht. Wenn es mehrere Operationalisierungen gibt, sollt ihr auch argumentieren, wieso ihr die eine wählt und nicht die andere. Das reicht oft in ein, zwei Sätzen zu sagen, aber das soll inhaltlich auch mit drinnen sein. Und zum Schluss möchte ich euch, wie schon in dem Zoom-Meeting kurz erwähnt, zusätzlich ein paar Bücher empfehlen, die es alle digital in der Bibliothek gibt. Ich habe ein, zwei von diesen Büchern auch als Grundlage genommen für die Beispiele und die Themen, die ich in diesem Video mit euch besprochen habe. Schaut die mal alle durch. Ihr könnt sie jetzt schnell mal überfliegen, was wird da hier ein bisschen anders, detaillierter besprochen. Und vor allem, was ich auch in den Zoom-Meetings letztes Mal erwähnt hatte, die meisten von diesen Büchern empfehlen, wie man so von einem generellen, vagen Interesse über zu einer bestimmten Thematik, über eine konkrete Fragestellung bis hin zu konkreten Hypothesen kommen kann. Da geben diese Bücher ganz konkrete Handlungsanweisungen über bestimmte Heuristiken, die ihr durchgelaufen könnt, bis hin zu dieser Milestone solltet ihr unterwegs haben, um da zu sinnvollen Hypothesen zu kommen. Da geben euch diese Bücher Hilfestellung. Alle machen das ein bisschen anders, deswegen schaut bei allen kurz mal hinein und pickt euch das heraus, was euch als Gruppe am besten gefällt. Und verwendet das, soweit ihr es wollt, für die Erstellung eures Berichts und der Entwicklung eurer Fragestellungen und Hypothesen. Und damit wären wir dann auch schon am Ende von diesem Video. Ich hoffe, es war für euch ein bisschen nützlich, über so Themen wie Operationalisierung auch mal aus dieser ganz praktischen Seite etwas gehört zu haben. Und ich wünsche euch viel Erfolg bei den nächsten Schritten hin zum Pre-Registered Report. Bis zum nächsten Mal.